Was wird dieser Zwischenboss bewirkt haben? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ach so, ein Aufzug. Natürlich interessant. Wir haben im letzten Part einen Zwischenboss geschlachtet. Und hier haben wir wieder so eine Feuerwall. Okay, hier habe ich gleich eine Strategie parat. Sehr gut. Also habe ich dann doch gut den Organismus des Dungeons erkannt. So wird das nichts, aber es riecht förmlich nach Dungeon-Item. Oder Kompass ist der Stahlhammer. Drücke C, um ihn um Objekte zu zerschlagen. Du brauchst beide Hände. Aha, wartet mal kurz. Ich lese mal kurz nach, wo ich hier. Achtung, jetzt wird es gleich hell. Zack. Wo es denn hier bitte schön den Kompass gibt. Kompass. Ach, guck einfach mal auf der Karte nach, denn die habe ich ja mittlerweile. Wobei, ohne den Kompass wird nichts angezeigt. Mist. Der Kompass befindet sich ungefähr auf 3F und ich bin auf 5F. Gut, aber jetzt haben wir mindestens den Stahlhammer. Also, nur für diejenigen, die mich kennen, ich bin normalerweise immer derjenige, der die Dungeon-Items immer einsammelt. Plus halt Karte und Kompass. Und sonst nichts. Wo lege ich den hin? Da, wo die Ocarina ist. Zack. Boah. Wo bin ich jetzt eigentlich? Sehr schön. Ich zeige euch jetzt, wo der Hammer hängt. Boah. Das war leicht zu erraten. Vielleicht, wenn ich mit dem Hammer drauf haue. Hat's eine längere Wirkung. Oder? Was will Navi? Nochmal. Hey.
Also, dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ja, schön. Ja, ich weiß, man muss da draufklicken. Aber mit dem Hammer hat es nichts zu tun dieses Mal. Damit muss ich den ganzen Weg wieder nach oben klettern. Ah, davon halt mit Pfeile. Aha, interessant. Gut, dann nehme ich halt so eine Kiste. Das ist... Tschüss. Zack. Boah. Puh. Der Schalter sieht verrostet aus. Ja. Dann hauen wir eben drauf. Selbst ein Verrosteter kann so geöffnet werden. Jetzt sind wir aber im 3F und ich hätte gerne den Kompass. Gut, da gehe ich einfach mal hin. Da ist ein Block. Und da muss ich die Hymne der Zeit spielen, das weiß ich schon ganz genau. Achso, das war mein Fehler bei dem einen Block da. Okay, den Kompass hole ich mir dann eben später. Ocarina. Und jetzt brauche ich natürlich nochmal die Anleitung, wie man das Lied spielt, weil es ist ja auch nicht einfacher. In der Zeit. Was ist passiert? Da hinten ist ein Schalter. Aha. Warte kurz, ich tausche mal geschwind die Bomben mit dem Ding hier aus. Achso, wir haben jetzt da unten einen Block. Einen Block. Wie die Japaner so schön sagen. Nein! Ach stimmt, wir müssen. Ich steige auf den drauf und hüpfe dann darüber. Boah. Also den kann man gar nicht. Jetzt haben wir den hier unten befreit. Ja, bevor du uns einen Tipp gibst, hol ich mir wieder den Schlüssel ab oder was? Warum haben die meinen Schlüssel? Und wieso sammelt der die nicht auf? Ja, schön, schön. Du hast mich gerettet, dafür vertraue ich dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Kronen kannst du diese Puppe. Ach, ist das nicht schön. Frei zu sein wie ein Vögel. Gut, jetzt macht es mir auch nichts mehr aus, dass wir sterben. Vielleicht. Hätte ich nur einen Schalter dafür, der all diese Barrieren zerstört. Gut, jetzt sind wir jedenfalls hier, in diesem Bereich. Und ich möchte gerne
will zum Kompass. Ich glaub's einfach nicht. Guck, bei mir wird's auch gerade heiß, auch wenn das Feuer natürlich nicht echt ist. Ich will zum Kompass. Oder verwende ich die andere Tür? Ist mir doch egal. Das sag ich immer. Nur noch der Kompass ist mir wichtig. Unterhalb, dass ich den einen Block drücke. Alles verloren. Ihr immer und eure schönen Feuerbarrieren. Da jetzt durchgehen. Ich brauche mal kurz Ausschau. Wo bekomme ich den Kompass? Ich schaue da einfach mal nach und jetzt muss genau durch. Also ich weiß nicht, wo ich den Kompass hier bekomme. Also der Kompass befindet sich in dem Raum, wo ich noch nicht war. Oder würde ich sagen, spielen wir einfach mal weiter im Verlauf. Was ist das? Eine riesige Säule. Wenn ich da hochklettere und dann da drauf haue. Okay, jetzt sind wir ganz schön weit unten gelandet. Wieder. Ist ja perfekt. Gut, dann verlassen wir wieder den Raum hier. Ich schwitze schon jetzt genug. Und jetzt mit der allmächtigen Goron-Waffe ist das hier für uns kein Problem. Bam. Hä? Ach so, müssen wir es machen. Zack, zack, zack. Und durch. Okay, Leute, was uns hier erwartet, erfahrt ihr leider erst im nächsten Part. Tschüss.